Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 8.5.2019. Ja, der letzte Shop dieser Season 8 ist angebrochen. Und da werden wir gleich mal einen Blick reinwerfen. Bin mal gespannt, was sie sich dafür haben einfallen lassen. Jo, dann möchte ich mich bei euch riesig bedanken. Danke, 900 Abos haben wir jetzt voll gemacht. Ich drehe am Rad. Vielen, 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 vielen Dank an euch alle. Ihr seid einfach nur mega, 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 mega geil. Ja, und jetzt geht's weiter Richtung 1000 Abonnenten und die erste 1004-stellig wollen wir natürlich irgendwie auch noch voll machen. Also teilt die Videos, teilt den Kanal, so viel es geht, würden wir uns natürlich riesig freuen über euren Support. Ihr seid einfach nur mega geil, Leute. Vielen, 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 vielen Dank an euch, ja. Jetzt zum neuen Season-Start. Morgen ist es ja endlich soweit. Ja, und dann kommt Season 9, machen wir einen schönen Livestream und dann gucken wir mal zusammen, was da so alles aktuell am Start sein wird. Freue ich mich auch riesig drauf. Ja, bi-ju-bu-bu, yeah, Hammer. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, da werfen wir doch mal einen Blick in den Itemshop rein. Und da haben wir zwei neue Skins. Jo, fangen wir mal auf der rechten Seite an. Da haben wir die Punktetafel. Ist eigentlich ganz witzig. Herr Sofort hat sie sich auch geholt für 200 V-Bucks. Ein ganz, ganz lustiges Item hier. Jo, und dem Ding gebe ich 8 von 10. 3,5 von 5 bei 12 Votes. Am 1. Dezember 2018, zweimal seitdem, oh, das war bis jetzt noch nicht häufig drin, 32 Reminders. So, dann blenden wir mal hier ein, wie momentan die Votings für den Gesamtshop sind. Love It 775, It's Meh 612 und Hate It 736. Also momentan noch alles ziemlich ausgeglichen. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn wir mit dem Video fertig sind. So, dann geht's weiter. Dann kommen wir jetzt hier zum Schalenschläger. Und der Schalenschläger ist eine Banane an einer, ja, Bananenstaude. Auf jeden Fall finde ich das Ding ziemlich witzig. Und muss sagen, der Teil kriegt von mir 7 von 10. Pili Pickert 4,86 von 5 bei 7 Votes. Am 11. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Ja. Ist jetzt das zweite Mal. 13 Reminders. Hammer. Und dann geht's weiter mit dem Hypernova. Der Hypernova. Ja. Ist jetzt nicht wirklich so mein Fall. Der Teil. Für 1200 V-Bucks kriegt von mir 6 von 10 der Hypernova. Schauen wir mal, wie sieht es da momentan mit den Noten aus. Da haben wir 3,42 von 5 bei 19 Votes am 5. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem 7 Reminders. Dann haben wir die Träumerfüße. Ja, da müssten wir eigentlich auch ein Video dazu haben zu den Träumerfüßen für 500 V-Bucks. Und das, wenn ich das habe, dann verlinke ich das hier oben in der rechten Ecke. Also schaut einfach mal, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das Ding angucken. Träumerfüße auf jeden Fall cool, 9 von 10. Gucken wir mal, wie sind da momentan die Noten. Das ist Dreamfeed und Dreamfeed hat hier 4,56 von 5 bei 9 Votes.
am 13. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem zweimal 27 Reminders. Cooles Teil. Dann haben wir den Flughafen. Ja, wie ich immer so schön sage, hier unser schwimmender, fliegender Pokéball. Sieht doch so ein bisschen aus wie ein Pokéball hier vorne. Also, das Teil finde ich mega nice und kriegt von mir 10 von 10. Der Flugkarpfen finde ich mega cool. So, gucken wir mal. Flying Carp hat hier momentan 4,19 von 5 bei 16 Votes. Am 25. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 22 Reminders. Dann haben wir hier das Bühnenmonster. Ja, schön, dass er wieder zurück ist. Ja, sieht so ein bisschen, ist halt so ein Rocker-Typ mit blonden langen Haaren. Der Grashöpper von der Grashöpper-Band. Ist eigentlich ganz cool, das Teil. Aber ja, Grasshopper. Kriegt von mir oben hier noch Herz- und Kreuzkarte. Kriegt von mir 6 von 10, das Bühnenmonster. Ist der Stage Slayer. Und der Stage Slayer hat hier 2,58 von 5 bei 19 Votes am 16. Dezember 16. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 4x 20 Reminders. Für 1500 V-Bucks. Das Bühnenmonster. Dann sind wir beim Omen angelangt und der Omen kriegt von mir 7 von 10. Für 2000 V-Bucks ein legendäres Outfit. Schau mal, wie sind da eure Noten ausgefallen. Hier haben wir 3,3 von 5 bei 105 Votes. Am 17. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem 104 Reminders. So, dann haben wir die Oracle X oder die Orakelhacke finde ich mega nice. Das Teil gefällt mir sehr gut. Kriegt von mir 9 von 10 die Orakel oder Oracle X. Und hier haben wir 4,11 von 5 bei 27 Votes. Am 17. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Ja, 10 Mal seitdem 30 Reminders. Dann sind wir auch mit dem Omen Set soweit durch. Dann kommen wir zum Fate Skin. Für 2000 V-Bucks. Hier hinten natürlich auch dieses Backpack. Mega cooler Teil. Kriegt von mir auch der Omen 7 von... Ach Quatsch. Der Fate 7 von 10. Und da haben wir 4,1 von 5 von 156 Votes. Am 24. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 10 Mal seitdem 100... Wie viel? 180 Reminders. Das ist viel. So, dann haben wir diesen Schicksalsrahmen oder Fated Frame. Für 800 V-Bucks finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toller Teil. Kriegt von mir 6 von 10 Fated Frame. Und da haben wir momentan 3,47 von 5 bei 15 Votes am 24. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 27 Reminders. Und dann haben wir den Spaltflügel. Oh. 7 von 10 für den Spaltflügel. Für 1200 V-Bucks. Das ist der Split Wing. Ist nicht so besonders beliebt bei euch. 2,69 von 5. Bei 13 Votes. 11 Mal im Shop gewesen. 15 Reminders. Go. So, dann sind wir hier auch schon soweit durch. Und dann sind wir bei den neuen Skins angelangt. Das ist einmal Aura. Ja, was hat sie dann hier? Tätowierung auf dem Arm. Was ist das da? Was hat die da um? Wie sehen denn diese Armreifen aus? Naja, dann hat sie Geldsäcke. Geldsäckchen hier an der Seite. Goldkettchen, dicke, fette Goldkettchen. Sieht ein bisschen aus hier, was das Goldkettchen anbelangt, wie Mr. T von früher vom A-Team. Hat auch immer so dicke, fette Goldketten da gehabt. Ein bisschen dreckig. Boah, sieht eigentlich ganz okay aus. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber immerhin, sage ich mal, kriegt die von mir 6 von 10, die Aura.
Und da haben wir derzeit ein einziges Vote, 4 von 5 bei einem Vote. Wir können ja mal gucken, ob es da inzwischen schon neues. Oh, ja, ist schon runtergegangen. Gucken wir nochmal rein. Hier 3,33 von 5 bei 3 Votes jetzt inzwischen. Jo. Also besonders beliebt jetzt auch nicht bei euch. Und der hier, auch tätowiert am Arm. Da ein Totenkopf irgendwie auf die Seite drauf gepackt. Was da auf der Uhr ist, kann ich jetzt nicht so wirklich erkennen. Der Kugelschreiber oder Stift, was das ist, hängt ein bisschen komisch raus. Ja. Was hat er denn hier? Wurfanker. Da unten ein Messer in, ne, am Bein. Ja, auch höchstens 6 von 10 für den Guild. Gucken wir mal, wie es da aussieht mit den Noten. Oh, nicht besonders gut. 2 von 5 bei einem Vote am, ja, was ist heute rausgekommen natürlich. Achso, ja, hier unten nochmal ganz kurz reingeguckt. Lovitz haben wir jetzt momentan 996, It's May 816 und Hated. Oh, ja, geht weiter hoch. 911, 911, okay, alles klar. Also alles ziemlich ausgeglichen bei dem Shop. Jo. So, ja, wenn euch der heutige Shop gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Einfach mal so für uns. Würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.